bitte, Gewinner der 8. Staffel Masked Singer, nimm deine Maske ab! Alles. Hey! Das gibt's doch nicht. Du musst nicht mehr krächzen. Du musst nicht mehr krächzen. Ich hab das schon im Alltag gekrächzt. Ich kann das nicht abstellen. Wie großartig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin völlig du hast gewonnen. Du hast gewonnen und zwar völlig zurecht. Aber ihr alle wart sensationell. Ein Riesenapplaus für die ganze Staffelgemeinde hier. Mega. Crazy. Mega cool. Luca Henny war der Schuhschnabel. Sehr schön. Du kannst das Krächzen leider nicht mehr abstellen, hat er gerade gesagt. Nee, das ist wirklich, das brauche ich jetzt zu Hause auch. Es ist schwierig. Also ich gehe jetzt, ich weiß nicht, wie ich das dann live umsetze. Also im Herbst auf Tour, ich glaube, der Schuhschnabel muss mit und es wird ordentlich gekrächzt. Ich kann das nicht mehr. Aber wir hören, deswegen muss der krächzen. Weil wenn er gesprochen hätte, dann wäre es natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden. Hab ich so einen Akzent? Nein, ganz wenig, nur geheim. Ich habe diese Einspieler, ich habe den ganzen Nachmittag immer diese Einspieler eingedreht. Ray hat auch keinen Akzent. Ja. Nee. Oder? Wir sollten mal was zusammen machen. Ein Crack-Solo. Ja. Wie großartig war das für dich? Du hast es sehr genossen auch, oder? Ich habe mich richtig reinleben können, tatsächlich. Am Anfang war ich völlig überfordert. Die Flügel waren zu groß, ich habe keine Luft bekommen. Das, was alle wie sagen, was auch stimmt, wirklich. Man glaubt es immer kaum. Und dann von Show zu Show ist es geiler geworden. Und dann plötzlich kam dieses... Ja, danke. kam dieses Krächzen. Und das hat mir so Spaß gemacht. Das war super. Der Schuhschnabel hat zum Leben begonnen. Und ich auch. Und es war wirklich Wahnsinn. Du warst toll. Und vor allem, du kennst es ja aus der Schweiz. Da sitzt du da am Tischchen. Ja, ne? Bei Ray. Bei Ray auf dem Platz. Und jetzt mal von der anderen Seite. Was ist schöner? Ja, ne, das Performen ist sicher. Schon geil. Aber das heißt, ich freue mich auf den Herbst, das ist gemütlicher. Also, man schwitzt ja unglaublich. Aber es ist schön, dass man die Gegenseite versteht jetzt richtig. Also von dem her, ich bin mega froh, dass ich hier mitmachen durfte. Und wir sind froh, dass du dabei warst, so wie bei allen anderen vielen, auch. Vielen Dank an alle. Das ist der Sieger der 8. Staffel The Masked Singer, Luca Henny. Und jetzt nochmal ohne Schuhschnabelmaske, Luca Henny. Dankeschön an alle, wirklich. Tolles Team, ihr seid unglaublich. Und jetzt reißen wir nochmal die Hütte ab. Ja, ich habe gedacht, ich rede übers Intro, alles gut. Nee, wirklich vielen Dank. Ach Gott. Oh, jetzt kommt der ruhige Song. Okay. Ich dachte, es kommt hier Gossip. It's bigger, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much, I set it up.
That's me in a corner. That's me in a spot. And I losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Hat geklappt. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. That's me in a corner. That's me in a spotlight. Woo! I thought I saw you try. Vielen, vielen Dank. Every whisper of every waking hour. I'm choosing my confessions, trying to keep up with you. Like I heard, lost and blind, fool. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Köln, wo seid ihr? Und jetzt auf Schweizerdeutsch. Es ist überhaupt kein Traum gewesen, hier beim Mask Singer. Germany, yeah, yeah, yeah. Vielen, vielen Dank! Luca Henny, der Gewinner der 8. Staffel von The Mask Singer. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr wart fantastisch. Danke, Matthias. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank! Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen? Dann klicke hier. Oder abonniere doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da oben. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join.